Eine Woche ist die Ironman WM in Nizza jetzt her. Ich bin wieder zurück zu Hause im Allgäu und damit wir das Thema Ironman WM jetzt eine Woche später nochmal so ein bisschen aufwärmen, eine kurze Quizfrage zum Einstieg und jetzt nicht zu lange über die Antwort nachgrübeln oder nachgucken, sondern ganz spontan. Wer hat letzte Woche den dritten Platz erreicht? Magnus Dietleff. Im Sommer hat er noch in sagenhaften 7 Stunden 24 den Challenge Rot gewonnen und jetzt bei der Ironman WM in Nizza den dritten Platz geholt. Patrick Lange, Sturmlauf auf Platz 2 und Sam Laidlaw gewinnt die Heim-WM. Was für ein Bilderbuchtag für ihn. Also zum Profirennen ist ja alles gesagt. Darum soll es jetzt hier in dem Vlog auch gar nicht gehen. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne besprechen würde. Einmal, wie war das als Fan, als Zaungast vor Ort? Vor allen Dingen, wie hat man das Rennen verfolgt, wenn die Athleten morgens wegfahren, dann eine 180 Kilometer lange Radrunde drehen, bevor sie zurückkommen? Also, was hat man da vor Ort in Nizza eigentlich gemacht? Und die andere Frage ist, warum kann ich mir als Triathlon-Fan im Nachgang von einer großen Ironman-Veranstaltung eigentlich kein Video-Footage, kein Bewegtbildmaterial mehr anschauen? Warum gibt es da keine Highlight-Zusammenfassung auf den gängigen Medien? Das hat einen einfachen Grund und das liegt nicht daran, dass niemand Lust darauf hätte, das zu machen. Damit wir aber, wie gesagt, noch ein bisschen warm werden und uns nochmal in der Zeit zurückbeamen nach Nizza, einen kleinen Zusammenschnitt, um nochmal zurück zum Rennen morgen zu reisen. Wir sind zurück in Nizza und wer sich jetzt gerade bei dem Clip gefragt hat, Junge, wo sind die Bilder vom Schwimmen, Radfahren und Laufen? Ich will auch irgendwas sehen, was mit Triathlon zu tun hat. Der hat genau die Frage im Kopf, die ich im Intro aufgeschmissen habe. Also warum kann ich mir als Triathlon-Fan im Nachgang einer großen Ironman-Veranstaltung nicht nochmal die Highlights angucken? Ich will Videos sehen, ich will nochmal eine Berichterstattung auch haben, wo ich Bilder dazu sehen kann. Die schönsten Momente, die wichtigsten Momente des Tages zusammengefasst. Da geht es mir wie euch, die das denken. Und es hat aber einen Grund. Also bei Ironman ist es so, wenn ein Medium das machen wollen würde, müsste es dafür eine Lizenzgebühr für die Bildrechte bezahlen. Und das wäre so viel Geld, was man als Medium in die Hand nehmen müsste dafür, um wirklich was Sinnvolles daraus zu machen, dass sich das eigentlich überhaupt nicht lohnen oder rechnen könnte. Also das Invest, was man tätigen müsste, lässt sich damit in der kleinen Triathlon-Welt auf keinen Fall wieder reinspielen. Und deswegen gibt es da nichts. Also Ironman hat da, wie gesagt, sehr klare Richtlinien, was diese Bilder angeht, die Rechte daran. Und das kostet viel Geld. Das ist der ganz einfache Grund, warum es da leider für uns Triathlon-Fans im Nachgang nicht nochmal was zu gucken gibt. Zum Beispiel Challenge Rot, die handhaben das anders. Da darf man mit seiner Kamera losziehen, da darf man aufnehmen, was man möchte, veröffentlichen, was man möchte. Man darf sich an dem von Challenge Rot selbst produzierten Bildmaterial noch bedienen. Das wird zur Verfügung gestellt.
Deswegen erscheint dann auch im Nachgang da einfach mehr, was man sich angucken kann. Das tut der Veranstaltung sicherlich auch gut. Ironman handhabt das anders. Wie gesagt, das ist kein Bashing. Das ist einfach, wie es ist. So, da braucht man auch irgendwie, glaube ich, gar nicht sich jetzt über die Sache aufregen, weil ändern wird sich daran eh nichts. Das ist schon seit ein paar Jahren so. Aber ja, wahrscheinlich würde es auch Ironman gut tun, wenn man da die Barrikaden irgendwie fallen lassen würde und dann einfach im Nachgang noch viel einfacher und viel mehr und viel vielfältiger darüber berichtet werden könnte. Aber wer sich diese Frage schon mal gestellt hat oder auch jetzt gerade gedacht hat, ah, ich würde aber gerne noch mal was sehen von Nizza, das ist der Grund, warum das nicht geht. Ironman WM Nizza vor Ort als Zaungast, als Fan. Also Schwimmstart, Megastimmung. Die Boxen immer ordentlich übersteuert, ein paar Dezibel. Das können die Franzosen Stimmung machen. Die ganze Kaimauer war voll mit Zuschauern. Der Strand, da war wirklich flimmern in der Luft. Da hatte jeder Bock auf die Ironman WM. Super Wetter, richtig schöner Morgen am Strand. Tipptopp. Und dann ist es aber so, nach 3,8 Kilometer Schwimmen im Meer fahren die Athleten in Nizza raus auf eine 180 Kilometer lange Ratschrunde und kommen erst mittags zurück. Das heißt, du siehst die einmal wegfahren und dann 4,5 Stunden später wieder reinfahren. Was macht man in der Zwischenzeit? In Nizza trifft man sich im Place to Be der Triathlon-Szene und das war rund um die Ironman WM der Brewdog. Das ist abends eine Brauerei oder tagsüber normalerweise. Jetzt rund um die Ironman WM hat Ryzen und Canyon da einen Pop-Up-Store eröffnet und dann war das auch so, dass man sich in den Tagen vorher da immer verabredet hat, getroffen hat. Das war irgendwann die Adresse, die jeder kannte. So auch am Renntag, da lief dann auf den Bildschirmen die Live-Übertragung von Ironman. Da konnte man mit allen bekannten Nasen, die noch vor Ort waren, Smalltalk halten. Das heißt, es war eine sehr, sehr kurzweilige Wartezeit, die man dann hatte. Und dann so, als im Ticker alle Athleten bei 160 Kilometern durch waren, ist man raus an die Strecke gepilgert, hat sich das angeguckt, wie sie zurückgekommen sind und ab dann hat sich das wieder auf der Laufstrecke verteilt, weil das war natürlich wieder spektakulär. Eine Wendepunktstrecke, den ganzen Marathon, man konnte die Athleten ständig sehen. Aber auch da, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich irgendwann in eine Seitenstraße auf dem Bordstein gesetzt und habe das Rennen im Livestream der Sportschau auf dem Handybildschirm für 2 Stunden lang angeschaut, weil ich wollte den Kommentar von Sebi hören, ich wollte die Hintergrundinformationen, ich wollte die Renndynamik mitbekommen und das geht am Streckenrand, wo man dann immer den Ausschnitt von irgendwie 10 Sekunden von jedem einzelnen Athleten hat, natürlich nicht so gut. Das heißt, ich war in Nizza vor Ort und habe mir das Rennen dann am Handy angeguckt. Schande über mein Haupt, aber da habe ich dann doch irgendwie noch mehr Interesse an dem Ganzen, was dahinter so passiert. Dann bin ich aber auf die Finishline, da war wieder eine Mordsstimmung, das war wirklich sensationell. Also was Paul Kay und sein französischer Kompagnon da abgeliefert haben, erste Sahne, hat mega Bock gemacht, das war ordentlich am Wummern und unterm Strich war das ein richtig guter Triathlon-Tag. Also es hat Spaß gemacht, alle Wenn und Abers sind besprochen an allen Outlets, die die Triathlon-Welt so hat, hat jeder seine Meinung kundgetan. Ich habe das im Bockys Briefing auch gemacht, ich stehe der ganzen Sache nach wie vor offen gegenüber. Ich glaube, man muss das jetzt von Nizza im Hinterkopf behalten, dann jetzt Kona auf sich zukommen lassen, dann kann man das nächste Fazit ziehen, dann kann man das mal alles zusammenbringen, wie ist das jetzt mit der Ironman WM der Frauen da auf der Insel. Dann weiß man einfach mal, wie das ganz gelaufen ist jetzt in der Triathlon-Saison 2023 und kann mal so ein bisschen auch mit mehr Wissen in die Zukunft blicken. Von Hawaii wird es dann auch hier spätestens die nächsten Vlogs geben. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, mache ich mal ein kleines Tutorial, wie das denn funktioniert auf Steady, die Abos abzuschließen. Da kamen einige Fragen von Leuten, die gerne Bockys Briefing gehört hätten, aber sich unsicher waren, wie das mit den Abos funktioniert, das abzuschließen, sich anzumelden, den Podcast-Feed dann bei sich im Podcast-Player freizuschalten. Das sind ein paar Klicks, ist ganz einfach, aber ich werde hier nochmal so ein Tutorial anlegen. Für alle, die Fragen haben, können sich das dann anschauen, ganz easy. Und natürlich erscheint wöchentlich weiterhin die Podcasts im Interviewformat von Immer schön freundlich. Und es läuft die Orga der Multikulti-Tour, die im November startet. Die Daten der Städte und so weiter, alle Infos dazu stehen unten in der Videobeschreibung. Im Dezember startet außerdem bei Bocky das kleinste Klamottenlabel der Triathlon-Welt. Das sind dann so ganz kleine limitierte Stückzahlen und Designs, die nur einmalig produziert und verkauft werden, damit das auch was Besonderes ist, wenn man davon ein Stück besitzt. Das heißt, mir wird, bis es nach Hawaii geht, auch nicht langweilig. Da gibt es noch einiges zu tun an allen kleineren Projekten, die so laufen. Und wenn es Fragen gibt, wenn es Kritik gibt, wenn es irgendwelche Verständnisschwierigkeiten gibt, meldet euch in den Kommentaren. Das können wir hier, glaube ich, auf YouTube dafür ganz gut nutzen. Der Kanal hat ja auch erst in der Nizza-Woche angefangen. Schön, dass schon irgendwie, weiß ich nicht, über 600 Abonnenten am Start sind. Mir macht es Spaß, das auszuprobieren. Ich bin nicht so der Videomann. Ich habe davon eigentlich nicht so richtig Plan. Das ist so ein bisschen Learning by Doing. Also
Mal gucken, wohin uns die Reise damit noch führt. Aber bis jetzt ist es was, was Spaß macht. Wie gesagt, wenn Fragen kommen, haut es in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich die beantwortet bekomme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns allerspätestens in der zweiten Oktoberwoche rund um die Ironman WM auf Big Island in Kona. Macht's gut!